Yo Leute und herzlich willkommen! Heute zeige ich euch, wie ihr euren Controller im Livestream oder in den Videos bei euch in OBS ganz einfach anzeigen lassen könnt. So, als erstes gehen wir dafür auf die Seite gamepadviewer.com und drücken hier auf die drei Striche. Der Link dazu befindet sich natürlich in der Beschreibung. Wir drücken auf Generate URL. Und wählen hier erstmal aus, welcher Player wir sein möchten. Aber ich denke mal, wir wollen alle Player 1 sein. Bei Skin können wir hier einfach auswählen, wie der Controller aussehen soll. Wenn ihr Xbox One Controller wollt, wählt ihr Xbox One. Wenn er weiß sein soll, Xbox One White. Oder sonst irgendwas. Ich wähle PlayStation 4 White aus, weil ich den weißen Controller von der PS4 sehr nice finde. Der ist nämlich weiß-rot und wähle ihn einfach damit aus. Dieser URL ist das Wichtigste. Ihr drückt, nachdem ihr das beide hier einfach eingestellt habt, drückt ihr hier einfach Linksklick drauf. Und der ist sofort kopiert. Nachdem ihr das getan habt, könnt ihr einfach OBS öffnen und dann sieht das bei euch so ähnlich aus. Dann fügt ihr bei Quellen einfach hier bei Plus den Browser ein. Diese Quelle nenne ich jetzt einfach Controller und drücke auf OK. Jetzt sieht das so aus, aber das ist ja noch nicht unser Controller. Also schreiben wir hier bei URL einfach unseren Link ein, also fügen wir einfach ein mit STRG plus V oder drücken Rechtsklick auf Paste. Danach drücken wir auf OK. Und sehen schon mal hier einen Controller. Der ist aber noch rot. Dann drücken wir einfach irgendwelche Tasten vom Controller und sofort sehen wir, der Controller funktioniert einwandfrei. So. Nun können wir das noch so verschieben, wie wir das möchten. Man kann das jetzt zum Beispiel noch kleiner, so klein ungefähr in die Ecke machen. Man kann es auch in die Mitte kleiner machen. Man kann es auch unter die Facecam, falls es eine Facecam ist. Und das war's. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen noch habt, schreibt die in die Kommentare. Ich beantworte sie. Oder falls ihr andere Tutorials sehen wollt von einem anderen Programm jetzt zum Beispiel. Oder spezielle Wünsche habt, schreibt die auch in die Kommentare. Ich versuche, so viel es geht, auf die Wünsche einzugehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao.